Kannst dich mal googeln, du weißt nicht, ob das gut ist oder nicht. Okay. Wo geht's denn hier hoch? Da will er ja nicht hochklettern. Ich hasse sowas, wenn ich nicht weiß, wo es hochgeht. Kann aber auch sein, dass man so nicht gar nicht da hochkommt. Aber hier sollte es hochgehen, oder? Nicht an den Arbeitern. Der will da nicht hoch. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rein, um da hochzukommen. Würde ich zumindest... Oh. Vielleicht geht's auch direkt damit nach oben und ist nicht das Assassinenversteck. Wer weiß das schon. Oder Templerversteck, nicht Assassinenversteck. Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Doch. Okay, Santa Maria Clarissa de F... Noch ein einfacher Name hätte es nicht sein können. Erkunden, um darin versteckten Templerschatz zu finden. Kriegen wir hin? Außer der Aussprechung dieses Namens. Weil ich nicht weiß, ob wir denn da oben ankommen werden. Ich hoffe es mal. Ich hoffe doch. Scheint zumindest hier lang zu gehen. Mehr Gemälde hätten es ja nicht sein können, aber mein Schaden soll es nicht sein. Okay. Es ist nur noch eine Frage, die ich habe. Ich habe nicht genau aufgepasst. Warum passe ich nie auf? Ach ja. Vielleicht deshalb nicht, weil ich es eh entdecken werde. Auch wenn ich mich manchmal anstelle. Aber manchmal suche ich einen Weg, obwohl es keinen gibt. Gott. Nein, der hat nichts damit zu tun, dass ich mich so drauf anstelle. Das ist nur meine Entscheidung. Vor allem Entscheidung. Ja, ich will mich dumm anstellen. Nein, will ich nicht. Eigentlich will ich das nicht. Das weiß ich doch. Die Frage, welche Richtung? Ich sage mal hier lang. Ach komm, Ezio. Warum ist das ein Templerversteck? Okay, die gehörten der Kirche an zu der Zeit, glaube ich noch. Irgendwann haben sie sich ja dagegen verschworen. Oder der Papst hat sie aus dem Amt enthoben und hat sie gejagt. Weil sie, glaube ich, Baphomet angebetet haben, die Templer. Ich weiß es aber nicht mehr. Viele, die sich fragen, wer Baphomet ist, irgendein Dämon oder so. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, ich glaube nicht an sowas. Und wenn es sowas gibt, dann will ich damit nichts zu tun haben. Weil sonst habe ich Angst davor. Man sollte immer Angst vor Dämonen haben, Leute. Lacht nicht über mich. Oh, will ich hier auch gar keine Angst habe, runterzufallen und bei der letzten Kirche totale Angst davor hatte. Und sogar runtergefallen bin. Ist halt die Frage, ne? Geht es hier unten weiter? Ich glaube nicht. Oder auch doch. Ich hab keinen... Oder auch doch. Oder auch doch. Doch. Bene. Und wir haben eine Abkürzung. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Bene. Ich finde gut, dass wir einen Weg nach oben haben, falls wir abstürzen. Das heißt, die rechnen damit, dass man hier abstürzen kann. Und das finde ich nicht gut, wenn sie damit rechnen. Weil, aua. Ja, gute Deutsch, ne? Weil, aua. Ist die Frage, wo lang? Vielleicht, weil man nicht weiß, wo es lang geht und deswegen abstürzen könnte.
Ich glaube, hier geht's lang. Wollen wir zumindest mal hoffen. Ja. Zumindest ging es so rüber. Ich hoffe mal nicht, dass wir abstürzen werden, aber ich habe da fast im Gefühl, dass wir das schaffen. Wenn wir denn wissen, wo lang es geht. Da sind Tauben, ich glaube, das ist der richtige Weg. Sammeln wir 100 Tauben, dann können wir in GTA irgendwas freischalten, aber wir sind hier nicht in GTA. Da gab es halt die Tauben in Teil 4, glaube ich, oder? War doch Teil 4. Mit den Tauben, was auch eine Sucherei damals war. Und damals hat man auch so viel Scheiße gemacht für Achievements auf der Xbox 360. Würde ich heute nie mehr machen. Wäre überhaupt nichts für mich. Ja, ist klar. Ist klar. Was ist das für ein Weg? Ah, wir haben noch eine Abkürzung geschafft. Ist in Ordnung. Bene, bene. Gut. Geht's hier weiter? Eindeutig. Eindeutig, Leute. Was ist das denn für eine Kletterei? Für einen Schatz? Okay, für einen Schatz würde ich... Wenn ich das könnte, vielleicht... Nee, würde ich nicht machen. Nee, mein Leben ist mir da zu lieb und ich bin zu feige. Ich bin zu feige. Nee, du hättest ja springen sollen, Ezio. Warum springst du nicht? Dann willst du hier hoch oder dann geht's hier auf die Seite. Und dann schauen wir mal weiter. Würdet ihr euch sowas trauen? Dann verratet ihr das mir. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß, dass wir auch noch in die Villa sollten. Weil wir haben, glaube ich, auch bald ein... Das mit den Tauben führt mich offensichtlich in die Richtung. Ja. Die Tauben haben mich offensichtlich nach da geführt. Dann wollte ich immer den Weg auf lang gehen. Ich glaube, wir haben es auch bald geschafft. Ohne einen Absturz. Wir sollen hier runter, nehme ich an. Um die Tür zu öffnen. Ach, wir hätten da auch runterspringen können. Komm, mach auf. Magic. Ganz viele Truhen. Juhu. 500 Euro. Ja, ich bleib bei Euro. Nochmal 500 Euro. Sind wir jetzt bei 1500 Euro? Ja, sind wir. Ich glaube 2000 wird es hier geben insgesamt. Ja, 2000. Finde ich in Ordnung. Was haben wir hier? ...2000 nochmal. Ich hoffe, du bringst uns jetzt nach oben. Bitte. Bitte nach ganz oben. Ich soll synchronisieren dürfen. Über Balken unter Steine. Ja, das ist richtig. Bam. Bam. Alle weisen auf einen Aussichtspunkt hin. Das wissen wir seit Teil 1. Zumindest waren die, glaube ich, dann in jedem Teil dabei. Ich weiß es aber nicht. Kann sein, dass mit Black Flag keiner dabei sind, aber ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß zu wenig und denke zu viel. Nee, oder? Ach, verdammt. Es ging dort eine Leiter nach oben. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich habe doch keinen Weg gefunden, Leute. Mach doch sowas nicht. Oder kann ich dann noch gar nicht hoch? Zweifle ich aber.
Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben, dass Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Alles klar. Also hier kommen wir noch relativ leicht hoch. Aber was dann? Was dann? Hier vielleicht? Ah ne, das haben wir versucht. Das ging ja nicht. Das ging ja überhaupt nicht. Oder bin ich einfach nur doof? Will ich nicht ausschließen. Hier ging es aber auch nicht. Okay. Die Pest ist nicht so nett. Ach du. Warum wissen die Leute jetzt von mir, obwohl du tot bist? Du Penner. Geht's hier hoch irgendwo? Weil irgendwo muss es ja lang gehen, Leute. Das kann's ja nicht sein. Doch, gibt es. Ich bin weg. Das muss ich aber trotzdem töten, damit du mich nicht nervst. Ich weiß echt nicht, wo es hochgeht. Was soll der Kack? Gott, ich fühle mich gerade genervt. Aber wir werden erst gehen, wenn wir es haben. Was wirst du genießen? Den Tod? Okay. Das ist halt nicht jedermanns Sache, aber manchmal gibt es Leute, die sowas mögen. Hey, warum kann ich denn da nicht hochspringen? Verdammt. Ich will da doch nur hoch. Kann ich von da aber trotzdem noch irgendwo weiter? Weil da hoch komme ich ja nicht. Ist ja wohl zu weit weg für den guten Altair. Ach, Altair, Ezio. Ach, ich sehe schon. Ich sehe schon. Aber ich weiß nicht, ob uns das hilft. Maybe. Nee, doch nicht. So weit waren wir doch schon. So weit waren wir doch schon, Leute. Kann's doch nicht sein. Was soll uns da hochführen? Dieses scheiß Templer-Dingens da hat uns nicht da hochgeführt. Aber irgendwo muss es doch da hochgehen. Ja, ich geb's gleich auf, keine Sorge. Der trägt schon ein bisschen auf. Aussichtspunkt, den ich nicht erklimmen kann. Warum? Ist das ein Bug? Bin ich der Bug? Ich schneide die Stelle mal wieder raus. Geht mir langsam auf die Nüsse. Oh nein, ich muss nicht stören, wenn du am Aufnehmen bist. Brauche ich dafür was? Ganz danach aus. Ach komm Leute, wir machen einfach in der Story weiter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock. Das holen wir uns noch und dann... Leonardo. Okay, der wird doch markiert. Dann lassen wir das halt sein. Wir kommen irgendwann mal wieder. Ein Notfall schaue ich im Internet nach. Warum solltet ihr mich ergreifen wollen? Komm, du das aussterben.
Komm, stirb. Warum schreist du so? Och, ich... Ja, ich geh einfach mal hier lang. Nee, aber ich bin gerade echt ein bisschen genervt. Ich wollte nicht, der kommt rein. Was soll das? Warum stirbt denn nicht einfach alle? Nichtsnutzigen Renner. Geht einfach kacken. Geh sterben. Sterben, meine ich. Nicht sterben. Sterben gibt's nicht. Ich geh gern sterben. Und du? Das hatten wir auch schon mal. Also hier so. Nun denn. Ich denke, ich nehme auch nicht mehr lange auf. Muss er noch nachher noch rendern. Damit die Folgen auch mal hochkommen. Ich werde dann morgen einfach weiter aufnehmen. Ja, aber ich denke, das machen wir so. Der erlauchtesten Republik, okay. Zusammenstößen und Todesfällen im Kanal Grande wurde eine Verfügung erlassen, die exzessives Trinken am Ruder bestraft. Alles klar, das war's auch wieder für diese Session, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei wärt. Ich hoffe, dann weiß ich auch, wie man diesen scheiß Turm hochkommt. Und dann, ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Ciao.